Deswegen, aber hier könnte man eigentlich das Gehege bald irgendwann mal kleiner machen. Die haben ja so viel zu viel Auslauf. Neues lebensfähiges Genom. Sehr schön. Das heißt, im Fossilienzentrum ist der gerade hier am Forschen. 2 Minuten dauert das noch. Man könnte jetzt einen Ankylosaurus dort noch mit rein. Das wird hier langsam dann ganz schön voll. Ankylosaurus hat sogar 60%. Plus die 20% Lebensfähigkeit. Naja, ich würde noch ein bisschen warten, dass man da eine höhere Sicherheit hat. Ich bin eine Schisserin, was das angeht, auf jeden Fall. Oh, hier geht das mit der Kohle super. Ich würde erstmal, wie gesagt, hier ein bisschen forschen, Kosten senken und alles Mögliche, damit wir dann auf der anderen Insel auch loslegen können. Aber ich finde das gerade schön. Man kann hier auch ein bisschen. Hier ist halt ein bisschen entspannter. So, der hat das jetzt aufgefüllt. Und. Ja. Ich meine, wir können es natürlich auch einfach schon mal so einen ersten Ankylosaurus vielleicht einfach mal probieren. Geld haben wir ja. Das dauert natürlich jetzt eine Weile, ne? Müssen wir halt hoffen, ne? Dass das so funktioniert. Souvenirladen. Okay, 100 von 240 wird verkauft. Brotdose. Schön. Wir verkaufen aber Barbasol für 15. So, die Fossilien sind da. Machen wir schön weiter. Und ich glaube, hier ist was ganz Neues. Fischfossilien. Und die Forschung ist auch fertig. Jetzt läuft es gerade hier mal richtig. Wir wollen aber die Gebäude-Upgrades erstmal machen. Die sind nämlich echt praktisch. Ah, jetzt hat man die verbesserte Stromleistung. Das ist natürlich praktisch. Oh, schön. Oh, freut dich auch so aufs Wochenende. Oh. Ich habe ja, darf man das so sagen, in 2 Tagen Geburtstag. Und ja, das ist so ein bisschen, dieses Spiel habe ich mir so ein bisschen selbst als Geburtstagsgeschenk geschenkt. Und denen geht es allen gut. Um alle 100%, das schaut sehr schön aus. Ja, wir müssen irgendwann nochmal einen Ceratosaurus scheinbar. Die Sicherheit unserer Gäste hat natürlich oberste Brüten Sie Priorität. mindestens 3 neue An zweiter Dinosaurier aus und Stelle lassen sie steht doch schlüpfen die und anschließend Verbesserung frei. unseres Sicherheitsprofils. Und Naja, diese Aufgabe wird 56% uns braucht der dabei helfen. Ankylo noch. Daher Dann haben ist wir einen es ganz wichtig, neuen. dass Sie darüber nachdenken. Hier sind jetzt schon mehr Gäste. Hier sind schon 121. Das waren ja vorher so um die 99. Schutzraum, Fastfood-Restaurant. Hier sind 137. Dino-Speise. Da müssen wir mal gucken. Aber ich bin gespannt. So richtig schönes Pflanzenfresserhaufen hier. Es ist ganz viele. Scheinen sich auch alle relativ gut zu verstehen. Müssen wir dann bloß mal gucken. Ich freue mich schon auf die ersten Sauropoden. Das wird richtig cool. Also nennt man im allgemeinen Sprachgebrauch auch Langhälse. Ah, jeder, der von euch mal in einem Land vor unserer Zeit geschaut hat mit Littlefoot. Der weiß, was ein Langhals ist und damit auch, was ein Sauropode ist, obwohl es da natürlich ganz unterschiedliche Sauropoden gibt. Also die berühmtesten sind eigentlich der Brachiosaurus, dann natürlich auch der Diplodocus oder Diplodocus. Oh, jetzt. Er ist fertig, ein Ankylosaurus, unser erster Ankylosaurus. Da kommt er. Guckt euch diesen Panzer an, das ist wirklich ein Panzer auf 4 Beinen. Und der Blick. Also mit dem würde ich mich nicht anlegen. Stell mal vor, der kommt euch hier nachts auf der Straße entgegen. Oh, hier ist gleich mal Party. Die sagen erstmal sich Hallo. Guckt euch mal die. Das hier ist ein Ankylosaurus. Stark, Überfüllt. gepanzert und mit einem Schwanz wie eine mächtige Keule. Selbst in der Kreidezeit konnte ein stumpfes Objekt manchmal effektiver sein als ein scharfes. Thank you.
Überfüllt, was bedeutet das? Was ist jetzt das Problem? Müssen wir mal gucken. Geht das jetzt, wenn das jetzt allen so geht mit überfüllt? Der ist zufrieden. Ist dem zu viel los? Ich glaube, dem Ankilo ist hier zu viel Stress. Dem ist hier zu viel los. Dem ist in dem Gehege zu viel los. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das am besten hinkriegen. Ob wir hier ein bisschen abtrennen. Oh, ich dachte, das geht so schön weiter. Naja gut, dann müssen wir vielleicht hier hinten ein bisschen was bauen. Was Neues. Schauen wir mal. Gehege. Machen einen leichten Stahlzaun. Würde ich sagen, trennen wir hier so ein bisschen. Zu nah am Dinosaurier, na toll. Das ist ja doof. Toll. Die sind zu nah am die Saurier sind zu nah. Ach so, weil der hier rausrennt. Ah! Geht mal weg, ihr dicken, dünn, ihr. Toter Dinosaurier. Ist also eingetreten. Wo? Wo Leben war, ist tot. Aber sie müssen sich jetzt. Ach, an Altersschwäche. Okay. Na gut. Natürlich nicht. Der Tod kommt immer. Aber hätten sie ihn hinauszögern können? Ach nee, da brauche ich dieses Akku-Team, ne? Ist eine andere Geschichte. Das Hubschrauberteam, glaube ich. Produkt muss eingesammelt werden. Produkt, stimmt, das war der erste, der rausgekommen ist. Vielleicht ach Mist, das Kleine hier vielleicht. Müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Terraforming machen. Ein bisschen Wald muss weg. Nee, nicht Wald dazu. Um Gottes Willen. So rum. So, und dann noch abreißen hier das Stück. Wie die alle rumwetzen. Wo ist denn der Ankilo? Der ganz traurig? Wo ist er denn? Oh je. Ja, dem ist hier überfüllt. Der will seine Ruhe haben. Dann müssen wir den eine Futterluke hier hinbauen. Futterstation hier so hinbauen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier auch so einen Durchgang wieder machen. Am besten hier so hin. Genau, da kann ich mit dem Auto hier hinfahren. Und dann weiß ich nicht, wo man jetzt noch so ein Ausbrutlabor.
Din. Hier. Oh, viel zu groß, guckt euch das mal an. Ich weiß gar nicht, wo man es hinstellen soll. Außerhalb der Karte. Ja, ansonsten müssen wir halt hier ein Tor hinbauen und da muss der halt... Ah, das ist aber auch doof. Wenn er immer hier durchlaufen muss, dann müssen wir den ja immer dorthin transportieren. Das denke ich auch ziemlich anstrengend. Ach, ärgerlich. Baukosten im Wasser, Gebäudebeschränkung. Die ist da drüben. Das ist echt ein bisschen doof. Da müssen wir hier echt hier hinten noch ein bisschen das Wasser wegmachen. Gut, der hat ja hier ein bisschen. Da müssen wir das leider wegmachen. Das ist alles ein bisschen. So. Da können wir das vielleicht. Vielleicht kriegen wir das hier hinten hin. Was ist denn draußen für eine Action? Ich glaub, der Reinigungsdienst geht gerade durchs Treppenhaus. Warum immer noch im Wasser? Hier gibt es gar kein Wasser mehr. Man müsste es ja nur mal umdrehen, Freund Blase. Ja, sehr cool. Und da ist es doch. Müssen wir einen Weg dorthin machen? Ich glaube, der geht von hier vorne. Ja, bestimmt ist hier einiges fertig, ne? Erschöpft. Genau, geht mal dorthin. Bis hierhin haben wir keine. Forschen können wir aber schon wieder. Machen erstmal alles, was mit Strom zu tun hat. So, der Weg ist da hinten. Den hier. Wie macht man das am besten? Hier so ein Abzweig. Baukosten im Wasser. Steht das Hotel im Wasser? Ernsthaft? Leute, das meint ihr doch nicht ernst. Hat er keinen Strom? Oh. Ernsthaft, diese kleine... Nee, das ist doch nicht Wasser. Warum im Wasser? Warum im Wasser? Ist ja doch blöd. Den müssen wir jetzt hier hinten schön rumbauen, dass er tut. Dinosaurier gedeihen nur bei optimalen Umweltbedingungen. Geborgenheit berücksichtigt folgende Faktoren. Offene Graslandschaften, Schutz durch Bewaldung, soziale Gruppen und Anzahl der Tiere in einem Gehege. Jede Spezies hat unterschiedliche Toleranzgrenzen für die einzelnen Faktoren. Wenn die Gesamtgeborgenheit unter dem Schwellenwert liegt, versuchen alle Dinosaurier auszubrechen. Sie zerstören Zäune und oh Gott. Wir brauchen erstmal das Akku-Team. Wir müssen jetzt den Ankylosaurus rausholen. So, und dann brauchen wir nämlich gleich das Transportteam. Das wird interessant. Den setzen wir eigentlich erstmal nur hier rüber. Die werden jetzt alle gleich übelst Panik kriegen.
Hole Produkt ab. So, das Ding braucht erstmal Strom. Das hat nämlich keinen Strom. Also mal wieder ein kleines Umspannwerk hier in die Gegend. Steht Ihnen eine neue Gelegenheit zur Verfügung, wenn Sie Interesse haben. Ja, sofort. Und das sollten Sie. Fehlt uns jetzt generell wieder Strom. Ja, stimmt, ungenutzter Strom. Nee, was ist denn jetzt hier los? Okay, jetzt geht wieder alles. War es manchmal gar nicht so einfach, aber den haben sie jetzt umgesetzt. Wie geht's dem jetzt? Ja, der freut sich. Dem geht's gut. Der hat jetzt hier sein eigenes Gehege, sehr schön. Und da geben wir ihm halt noch einen Freund. Und hier könnte man ja schon... Ah, jetzt sind auf jeden Fall erstmal Fossilien wieder da. Da würde ich sagen... Den haben wir noch gar nicht gesehen. Den Corythosaurus. Gucken wir mal. Können wir eigentlich auch wieder forschen? Nee, ganz gleich fertig. Erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit. Oh, der ist halt so einer, der mag halt lieber seine Ruhe, der Ankylo. Ja, da werden 2, 3 Tiere, denke ich. Ansonsten ist hier schon... So, wir gucken mal hier, wie sieht es hier aus? Ja, viel voller soll es nicht mehr unbedingt werden. Aber das bringt schon was hier, das die Abgrenzung. Ich glaube, die sind mega. Ja, hier kann man ja fast alles vollbauen. Da macht man dann irgendwann mal, kann man sich das dann halt auch wirklich, wenn man dann so die Gruppen hat, die Hadrosaurier zusammentun, die Ceratosaurier zusammentun, die Ankylosaurier, die Stegosaurier, die kann man dann alle schön auf die verschiedenen Gehege aufteilen, damit die dann halt auch ein bisschen so mit artverwandten Gruppen zusammenzutun haben. Die haben auch hier ewig, ja, die kann man auch ganz, die kann man auch mit zu den Hadrosauriern. Wie ist der Hyango? Ja, das geht auch. Die verstehen sich hier alle. So, müssen wir wieder Fleisch auffüllen. Wir gucken mal. Wie sieht es hier aus? 40, 40? Ja, ich glaube, hier unten waren wir schon lange nicht mehr. 160, jo. Dann machen die mal das hier. 76, gleich kommt der nächste Ankylo, hoffe ich mal. Und wie weit sieht der Corythosaurus aus, den wir noch gar nicht gesehen haben? Ja, der wird auch hüpft vielleicht auch bald raus. Hier haben wir natürlich vergessen, die Upgrade-Plätze noch. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wieder vielleicht Strom kostet. Ja, es kostet sofort Strom, also bauen wir das wieder raus. Schade. Schade.